Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 23. Juli 2019. In diesem Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Die Wellen bedeuten Schwingungen, Frequenzen. Die Mayas nennen das auch Töne. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Das ist so ähnlich wie in unserem Kalendersystem die 7-Tage-Woche. Die Zahl 20 und die Zahl 13 sind die heiligen Zahlen, die Mayas. Wir befinden uns gerade im 18. Welle. Und das dauert bis 1. August 2019. In diesem Welle herrscht Ik. Ik bedeutet die göttlichen Atem. Und in dieser Zeit ist wichtig, unseren Gedanken ordnen oder unseren Glaubenssätze vielleicht verändern oder befestigen. Das ist die Welle der Kommunikation. In diesem Welle verspüren wir den Impuls, den göttlichen Atem. Das ist auch Inspiration, das ist die göttliche Energie, das göttliche Windes. Und in dieser Zeit ist wichtig, unseren Gedanken ordnen. Wichtig ist die Kommunikation, ein Austausch. Wichtig ist auch, überzeugt zu sein, dass unsere Ideen richtig sind oder anderen davon überzeugen, überlegen unserem Glaubenssätze. In dieser Zeit können wir etwas untersuchen. Es ist auch die Zeit zum Lernen oder Dokumenten ordnen. In dieser Zeit lernen wir auch zuhören oder auch mal Danke sagen. Das ist die Macht, die Gedanken, auch die Begeisterung von unserer Vorstellungskraft und eine wichtige Botschaft kann in diesem Zeitraum eintreffen. Der heutige Tag ist der 4. Tag in dieser Welle, also herrscht die Zahl 4. Die Mayas haben die Zahl 4 so dargestellt. Und das bedeutet Fundament, Stabilität, Sicherheit, Ordnung. Das hat Hand und Fuß. Bedeutet auch die 4 Himmelsrichtungen, auch die Medizinrad und die Heilenergie. Und die Zahl 4 vermittelt unseren Ideen, unserer Vorstellung, das Verwirklichen, das im Tat umsetzen. Das hat auch einen Bezug zum Erdelement. Und das sind schon die Taten. Die heutige Energie vermittelt Chikchan. Chikchan ist die Kundalini-Energie. Eine Schlangenenergie ist auch das Symbol, die Schlange. Und das könnt ihr so vorstellen. Bei dieser Energie steht alles in Verbindung zu unseren Gefühlen. Und bei dieser Schlangenenergie, bei dieser Kundalini-Energie, gibt es zwei Schlangen. Die eine blockiert, zieht die Energie nach unten und das löst aus Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Eifersucht, Wut, das sind negative Gefühle und es ist wichtig, davon zu befreien. Der größte Stolperstein in unserem Leben ist die Angst. Es ist so wichtig, angstfrei leben. Wenn wir davon befreit sind, dann kommt die Heilung. Übergehen wir auf die zweite Schlangenenergie und das ist die Heilung. Alles steigt nach oben, das ist die aufsteigende Energie, die Vitalität.
ist auch die Sexualenergie damit verbunden. Immerhin hat ein Bezug zum Pluto und das bedeutet auch die Körperweisheit. Im körperlichen Ebenen steht Chikchan in Verbindung zu unserem Nervensystem und zu unserer Wirbelsäule. Wie ich schon sagte, die Krafttier ist der Schlange. Und das war die Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.